mal das Tageshoroskop. Hallo und herzlich willkommen. Leichter Leben, Zeit für mich. Heute aus dem Flur von Astro TV. Mal was Neues. Ja, mit Thilo Axel, der heute zu Gast natürlich in meiner Sendung ist. Nicht einfach hier nur ein Flurläufer sein soll. Du stellst uns die neue Ausgabe vom Zukunft. So ist es. Boah. Brandaktuell gerade rausgekommen. Und schon die Nummer 148. Wahnsinn. Deswegen ja, ne? Ja. Ja, aber du warst gestern nicht bei mir, deswegen musste ich heute zu dir kommen. Nein, und Thilo hatte gestern Geburtstag, deswegen nochmal, Moment, mein lieber Thilo. Nein. Doch. Nein. Ganz herzlichen Glückwunsch. Okay, das muss ich jetzt während der Präsentation in der Hand halten, so mache ich das. Okay. Ja, weil ich gestern nicht da sein konnte als kleine Wiedergutmachung. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Wie immer, sehr, sehr gern geschehen, schön, dass du da bist. Wir haben noch mehr Studiogäste, deswegen gehe ich schon mal ins Studio, du kannst dich ja noch mal mit dem Zukunftsblick vertrauen. Ich lese noch ein bisschen. Lies noch mal ein bisschen nach. Bis gleich. Es geht weiter. Nämlich mit Ulrike Granz. Ulrike Granz wird uns heute eine Stoffwechselkur vorstellen. Die nennt sich Fett weg. Oder Hypothalamus Reset. Ja. So, das darfst du uns gerne etwas näher gleich erklären. Denn ich möchte zumindest noch sagen, dass wir Michael Allgeier mit dem Blick in die Sterne noch bei uns haben per Skype. Er wird über den Abschied, den TV-Abschied von Stefan Raab sprechen. Alice Schüler per Skype ist auch noch bei uns, spricht über Ayurveda-Kuren. Und Rose Sommerer wird uns etwas über den eigenen Stil der Tierkreiszeichen erzählen. Freue ich mich auch drauf. Liebe Ulrike, Stoffwechselkur Fett weg. Also hört sich ja erstmal gut an. Fett weg ist wunderbar. Möchte der ein oder andere Mensch ganz gerne. Muss man aber auch ein bisschen was für tun und auch welche Voraussetzungen möglicherweise mitbringen. Also ich bin ja Heilpraktikerin in eigener Praxis und habe diese Stoffwechselkur quasi in einem Team, weil ich mich mit orthomolekularer Medizin beschäftige. Diese Kur gibt es schon ganz lange, schon über 60 Jahre. Also es ist nicht wirklich was Neues. Wir haben das wirklich nur ausgearbeitet, neu aufgepeppt. Und die ist auch nicht für jeden. Deswegen ist es wichtig, das ist auch unsere Kompetenzstärke in unserem Team, unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich ein persönliches, kurzes, unverbindliches Vorabgespräch mit einer Person führen. Also wie geht es dir? Gibt es, darf Jod zugeführt werden? Wie sind die allgemeinen Befindlichkeiten? Gibt es Vorerkrankungen? Dann muss man unter Umständen einen anderen Weg gehen. Und als Heilpraktikerin sehe ich mich natürlich in der Lage, da jemanden auch fachkompetent zu beraten. Bin also in Neustadt an der Weinstraße. Ich habe gesehen, diese Sendung hast du viele Pfälzer. Ja, ja. In der Tat sind die einen oder anderen dabei gewesen schon diese Woche. Genau, ich habe geschaut. Und ich selber habe also vor 2 Jahren 11 Kilo mit der Stoffwechselkur verloren und halte das Gewicht. Das ist so
auch dieses Jahr kein Jojo-Effekt. Natürlich, wenn man willenlos dann wieder drauf losfuttert, ist ganz klar, würde auch eine Neuprogrammierung, eine Stoffwechseloptimierung sich wieder auflösen. Denn Stoffwechselkur in diesem Fall bedeutet, die Ernährung wird auch umgestellt. Das ist eine von drei Säulen, habt ihr da, glaube ich, genau. die da greifen sollen. Mhm. Und das ist dann, wenn man einmal die Ernährung umstellt, dann sollte man eben nicht wieder in die alten Muster verfallen. Aber die Kur dauert ja auch etwas länger, also man gewöhnt sich auch an eine neue Ernährung. Genau. Ich wollte nur sagen, einfach, wir haben uns als Team, als CareLife, also als eingetragene Marke eben auch zu. Wir haben jetzt gerade, entschuldige, hier eine Grafik, die du mitgebracht ganz hast. Ganz genau. So richtig. Sieht es aus, wenn das Fett weggeht, also zumindest grafisch. Das ist eigentlich eher so ein zielgerichteter Plan, wie soll der Mensch sich verhalten. Ja? Und du hast ja die eine Säule schon angesprochen, das ist also die Ernährungsumstellung. Eine ganz wichtige Säule, mit der man vorneweg startet, ist wirklich eine sehr gute, optimale Vitalstoffversorgung. Und da muss man eben auch gucken, das ist ja auch die Frage, darf überhaupt Jod zugeführt werden? Also das war dann diese rote Linie geht dann erstmal hoch, die Kilokalorien. Also da, am Anfang gibt es erstmal ein paar Tage, wo man ordentlich futtern darf. Absolut. Das ist die gute Nachricht bei dieser Stoffwechselkur. Deswegen nennen wir es auch nicht Diät, sondern wirklich Kur. Man darf wirklich zwei Tage lang richtig schön laden. Das sieht man dann hier. Ja. Da geht es dann erst einmal hoch mit der roten Linie, mit den Kilokalorien. Also zwei Tage wird ordentlich gefuttert. Und was passiert dann? Lass uns mal diese rote Linie kurz durchgehen. Richtig. Wichtig ist aber zu wissen, vorneweg Vitalstoffversorgung und dann gibt es einen homöopathischen Botenstoff, der sozusagen den Hypothalamus, unseren Chef vom Stoffwechsel, aktiviert. Und der muss dann eben zu den Ladetagen, wird schon viermal täglich dieses Globuli dazugenommen. Das aktiviert den Brennstoffwechsel und nährt unsere Zellen, deswegen die Vitalstoffversorgung. Und ab dem dritten Tag gehen wir auf eine Kalorienzahl von 500 bis 700 Kalorien, wobei die Portionen sehr groß sind und es sind nur noch geeignete Lebensmittel gestattet im Prinzip. Kein Fett, kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Also da hast du genau Zucker. Zucker ist ja so ein ganz großes Modethema im Moment auch wieder. Den kann man kaum noch vermeiden. Ne? Also man stellt fest, wenn man sagt, ich will auf Zucker verzichten, in welchen Lebensmitteln überhaupt so alles Zucker drin ist. Und ihr habt hier dann auch ein paar Sachen aufgeführt in den Listen. Also ihr habt mir auch ein bisschen was vorher geschickt und da wird extra nochmal darauf hingewiesen. Ne? Meerrettich zum Beispiel, frisch oder im Glas, ohne Zucker. Sambal Oleg, ohne Zucker. Genau. Tomatenmark, ohne Zucker. Also das sind so Sachen, wo man sagt, gerade Tomatenmark, sollte eigentlich gar kein Zucker drin sein, aber überall findet man Zucker. Mhm. Wie vermeidet man den tatsächlich? Also da muss man ja extrem drauf achten. Also jetzt wirklich bei allem, was man fertig kauft, muss man dann erstmal hinten drauf gucken, wo ist überall Zucker drin. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und das ist, Zucker ist ein Konservierungsstoff. Deswegen ist er auch in vielen verkäuflichen Lebensmitteln mit drin, weil er konserviert. Und das heißt, die Kur motiviert jeden Menschen, Sachen selber zu machen. Ich kann mir meinen Tomatenmark selber kochen und im Glas im Kühlschrank ist das auch mehrere Wochen haltbar. Jetzt ist ja so aber das Gemeine, wenn man mal so hinten drauf guckt, wenn man eben nicht alles selber kocht oder selber macht. Zucker hat die verschiedensten Begrifflichkeiten. Ne? Genau. Also dann ist es Fructose oder es ist Dextrose, Maltodextrose. Mhm, also da genau. steht alles Mögliche drauf, was sich dann hinter Zucker verbirgt. Ja. Also das muss man dann auch erstmal wissen, ne? Richtig, dass man da einiges richtig. Nicht zu sich nimmt. Wie ist es mit Ersatzsüßstoffen oder was gerne im Bio-Segment gemacht wird, bei Marmeladen beispielsweise, mit Agavendicksaft? Geht sowas? Geht Agavendicksaft? Oder? Es wird als Zucker halt verstoffwechselt und regt dann wieder den Insulinspiegel an. Das wollen wir ja während gerade dieser 21 Kurtage, wo man ja die magischen 21, die man braucht, um eben den Stoffwechsel neu zu schreiben, dem Körper neue Impulse zu setzen,
da sollte man den Agavendicksaft vermeiden, auch noch in dieser folgenden Stabilisierungsphase. Gut, also in dem Fall mal auf alles. Du hast auch überhaupt diese chemischen Ersatzstoffe, Aspartam und sowas sowieso auch komplett weglassen? Die Bremsen, also generell sollte man auch bei den Pflegeprodukten auf Schadstoffarmut oder Freiheit achten, weil all das kann auch über die Haut aufgenommen werden, bremst unseren Chef, unseren Hypothalamus ein und verlangsamt den Stoffwechsel. Also der Hypothalamus, der soll befeuert werden. Ja, richtig. Wie erreiche ich das denn? Wie befeuere ich den denn? Was ist eine gute Methode bei eurer Stoffwechselkur? Genau, das ist dieses Globuli, das wirklich eine neue Information setzt auf den gesamten Körper und die Vitalstoffe. Sehr viele Menschen, man soll ja so 7 bis 10 Tage vorher mit einer sehr guten Vitalstoffversorgung anfangen, weil in unseren westlichen Breitengraden, wir essen sehr viel Fett, wir essen sehr viel Kohlenhydrate und sehr viel Zucker. Mhm. Aber unsere Zellen leiden Mangel, die können das nicht unterscheiden. 70 Billionen Zellen in unserem Körper, die versorgt werden wollen. Wir haben ein Kommunikationssystem im Körper, das läuft über das Stammhirn. Und die Zellen melden Mangel, wir haben Hunger. Ja. Das läuft über das Stammhirn zum Hypothalamus, der fährt den Stoffwechsel runter. Das heißt, der erste Eingriff ist in dieses Kommunikation, wir sättigen die Zelle und zwar ordentlich. Ja, nicht nur hier ein Vitamin C, sondern wirklich ein Teamsport von Vitaminen, wo wir die Zellen sättigen. Das heißt, dieses Kommunikation, wir haben Mangel, ja, König, nimm Rücksicht auf uns, nimm nicht so viel Abgaben, ja, das fällt weg und da ist Ruhe und dann kann der Hypothalamus schon wieder hochfahren. Und was nach dieser Ruhephase passiert, da sprechen wir dann gleich noch weiter drüber, auch überhaupt alle Informationen zur Stoffwechselkur. Sehen Sie auch unten eingeblendet die Internetadresse von Ulrike Granz. Da können Sie sich dann auch noch weiter informieren. Wir sprechen aber mit Ulrike gleich auch noch weiter. Jetzt haben wir für Sie Ayurveda-Reisen nach Indien, genauer gesagt nach Goa, mit Ayushakti. Geht es, wenn Sie mögen, The Power of Ayushakti Ayurveda, eben nach Goa, nach Indien. Und Sie sind dort nicht allein gelassen, nein, erst einmal kümmern sich natürlich ganz viele kompetente Menschen um Sie und unter anderem auch Alis Schüler der Deutschen Reiseleitung, genau, damit Sie dort auch wirklich alles verstehen und ordentlich begleitet werden. Alis Schüler nachher auch per Skype noch bei uns in der Sendung und dann können Sie bitte im August, im November oder Dezember in den Ferienterminen verreisen, wenn Sie das mögen, unter den Begriffen Neubeginn, Regeneration und Entgiftung. Nähere Informationen finden Sie auch auf ayushakti.eu/germany und buchen können Sie unter anderem auch unter der 0174 337 5727. Ja, dann viel Spaß natürlich und gute Erholung bei den Ayurveda-Kuren. Und jetzt haben wir für Sie den Blick in die Sterne. Michael Allgeier ist bei uns und es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand, der schon viele Jahre im Fernsehen ist, auch immer bei uns bleibt. Es verabschiedet sich gerade jemand, Stefan Raab will in die Fernsehpause gehen. Man weiß nicht, vielleicht kommt er ja wieder. Josef Blatter hat ja auch schon Rücktritt vom Rücktritt wieder angekündigt. Wer weiß, ob Stefan Raab da auch wiederkommt. Ja, also, hallo Jens, den Blatter sollte man mit dem Raab nicht vergleichen, auch wenn man ihn nicht mag. Aber es sind im Moment treten ja viele zurück. Also auch der Jauch ist zurückgetreten. Und ja, es ist eine Zeit, wir haben eine wahnsinnige Energie am Himmel. Im Moment steht Sonne ganz nah beim Mars und da treffen Menschen eine Entscheidung oder Entscheidungen, oft aus einer Wut heraus, oft weil sie jetzt klarer sehen als sonst. Diese Konjunktion zwischen Sonne und Mars befindet sich in den Zwillingen, also tatsächlich ist das Zeichen der Medien und trifft nun auch Stefan Raab. Also ich war auch erstaunt, er hat ja 20 Jahre Fernsehen gemacht und ist ein wirklich, egal ob man ihn mag oder nicht, ein genialer Entertainer. Unglaublich erfolgreich mit TV Total, mit Schlag den Raab. Also er hat ja Einschaltquoten, da können alle anderen nur träumen und alles, was er anfasst, scheint sich in Gold zu verwandeln.
Die Kritiker sagen, dass er Menschen bloßstellt. Klar, also er ist eine Waage vom Sternzeichen, sind an für sich sehr harmoniebedürftige Menschen. Ich glaube, privat ist er es auch. Er lässt über sein Privatleben gar nichts raus. Er hat den Merkur im Skorpion und das können natürlich gnadenlose Zyniker sein. Es ist der gefürchtete Merkur überhaupt. Merkur steht für den Intellekt, das Denken, und wenn er im Skorpion steht, dann sind es Menschen, die alles entlarven können, die unglaublich zynisch und bösartig sein können. Also diese Fähigkeit hat er schon auch. Immer gut für einen Kabarettisten, haben viele Kabarettisten diesen Merkur im Skorpion, viele Bekannte. Nun, und er gehört dem Jahrgang an, der vielleicht der berüchtigste Jahrgang des 20. Jahrhunderts überhaupt ist, nämlich den 66er. 66er, ja. Ein wahnsinniger Jahrgang. Damals hatten wir diese Hippie-Revolution, diese gesellschaftliche Revolution, und die war astrologisch gesehen 66er im Höhepunkt. Da standen Uranus und Pluto ganz eng zusammen in der Jungfrau und Saturn gegenüber. Und man weiß, dass diese Menschen unglaubliche Energiemenschen sind. Sie können im Positiven wie im Negativen sehr viel erreichen und haben das auch immer wieder unter Beweis gestellt. Und jetzt aktuell steht eben diese Sonne-Mars-Konjunktion am Himmel und greift diese Konstellation an. Also ich denke, dass der Stefan Raab, er hat es so in den Medien so verkauft, als wäre es Zeit zu gehen, weil er nicht alt sein will und seine Kinder sollen nicht über ihn lästern, wenn sie ihn im Fernsehen sehen. Aber ich glaube, er hat es aus irgendeinem Druck herausgemacht. Er hat es aus Biegen und Brechen herausgemacht. Wenn Mars in Spannung zu seinem Saturn steht, dann macht man das auch aus einer Wut heraus. Irgendwas hat ihm nicht gepasst, ich weiß nicht was, aber er hat da was übers Knie gebrochen und hoffentlich bereut das nicht. Ja, aber wie gesagt, ein Abschied muss ja kein Abschied für immer sein. Er kann ja auch jederzeit wiederkommen, worüber ProSieben mit Sicherheit sehr erfreut wäre, wenn er dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr dann irgendwann wiederkommt. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit mit ihm. Also bis Ende des Jahres ist er auf jeden Fall auf dem Schirm. Vielleicht, es hat natürlich auch ein bisschen Kritik gegeben. Also du hast es ja auch angesprochen, dass es ein bisschen Kritik gab. Also gerade was TV Total anbelangt, da wurde schon auch immer gesagt, also es ist alles nicht mehr witzig und die Interviews sind keine Interviews, die er führt. Also ist auch so etwas, also wenn Kritik immer lauter wird, auch so etwas, was gerade diesem Sternzeichen von Stefan Raab dann irgendwie nicht so passt? Das kann gut sein. Also ich meine, er hat ja wirklich auch Prozesse am Hals gehabt, wo er teilweise unglaublich viel Geld zahlen musste wegen persönlicher Beleidigungen, die wirklich unter die Gürtellinie gegangen sind. Ich persönlich war deshalb nie ein Fan von ihm, aber vor seinem Erfolg muss man den Hut ziehen. Aber natürlich als Waage, da ist man schon auch empfindlich. Ja? Also da ist man zwar ein Ass auf gesellschaftlicher Bühne, aber es ist die Frage, ob er wirklich auch so viel Kritik einstecken kann, wie er austeilt. Und der Druck war immer und ist immer sehr groß, sehr hoch für ihn gewesen. Und interessant ist, dass er seinen Mond im Steinbock hat. Das hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Mond im Steinbock bedeutet, dass er doch eine hohe Moral und auch ein sehr starkes Gewissen hat. Und ich denke schon, dass er da gewisse Konflikte hat, auch immer mal wieder. Ja, wahrscheinlich. Das, was er nach außen präsentiert, was auch, sag mal, vielleicht die Rolle, die er spielen muss, mehr oder weniger, dann in seinen Sendungen und das, was er wirklich ist, da mag es dann auch eine Diskrepanz geben, die ihm dann über die Jahre irgendwann vielleicht auch nicht mehr so geschmeckt hat. Alle Spekulation. Vielleicht können wir noch ein kleines bisschen weiter spekulieren. Was wird er denn in Zukunft machen? Also ist ja ein Mann, der viele Dinge kann. Ein sehr guter Musiker. Wird er sich vielleicht der Musik widmen? Das denke ich schon. Es ist sein Steckenpferd. Und sagen wir mal so, er ist sehr authentisch. Deswegen hat er auch immer Erfolg gehabt. Ja, aber vielleicht passt auch diese Rolle, die er momentan hat, als der Chefzyniker überhaupt, vielleicht passt es auch nicht mehr zu ihm, weil er eben älter, reifer geworden ist. Und ich denke schon, dass er in diese musische Richtung weitergeht. Ja, er ist ja so ein Genie, so ein breit gefächertes Genie. Er hat ja unlängst einen Duschkopf jetzt gebaut und
wirbt mit dem. Möglicherweise hat er da auch noch Erfolg. Also alles, was er anfasst, ist irgendwie von Erfolg begleitet. Und das, glaube ich, wird mehr oder weniger auch so bleiben. Also wer weiß, welche Erfindungen da noch auf uns zukommen. Er hat dann demnächst viel Zeit, sich darüber noch Gedanken zu machen. Lieber Micha, ganz lieben Dank, dass du in sein Horoskop geschaut hast. Und eine schöne Restwoche noch. Wünsche ich dir auch, Jens. Dankeschön. Bis Gute ganz Sendung bald wieder. Noch. Dankeschön. Ja, gut, ciao. Ja, und wir stellen Ihnen jetzt noch drei ganz bezaubernde Frauen vor, unseres Partners Questico. Ich sehe es als meine besondere Aufgabe, Menschen ein Stück weit Wegbegleiterin zu sein und ihnen dabei zu helfen, wieder in ihre Mitte zu kommen. Liebevoll und lösungsorientiert unterstütze ich Ratsuchende und ihre Entscheidungen. Ich möchte, dass Sie befreit und glücklich nach vorne blicken können und an sich glauben. Spiritualität ist das, was wir brauchen, um jeden Tag zu gestalten. Und ich bin nur der Übersetzer dafür. Ich sitze und bin barfuß. Und dann kommt die Energie und fließt. Die fließt einmal durch mich durch. Und durch diese Energieglocke, will ich mal sagen, das ist wie so ein Film. Wie so ein Film, wie man früher auch im Kino den Film gehabt hat, wie der so durchrattert. Und ich kann ihn dann anhalten an der Stelle, die für ihre Seele wichtig ist. Und die ihrer Seele hilft, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Jetzt ist die Zeit für ein Leben in Freude, Glück, innere Harmonie, Balance, Erfolg und einer starken Lebenskraft, die aus tiefer innerer Ruhe entsteht. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit. Nikola Alexandra Schoklowski reist sehr gerne und sie nimmt sie vor allem auch gerne auf Reisen mit und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn über ihr Avalonia-Institut geht es auf Engelsflügeln an ganz verschiedene Kraft- und Energieorte dieser Welt, unter anderem nach Mexiko oder auch, wo geht's noch so überall hin? Nach Mexiko, ja, und ins mystische Ägypten und zum Jakobsweg können Sie auch mit ihr ein Stückchen wandern. Und dann gibt es noch sehr, sehr interessante, spannende Zeitphänomene in Untersberg zu bewundern im August und nächstes Jahr dann noch im April. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen von Nikola Alexandra Schoklowski. Nähere Informationen zu diesen wunderbaren Reisen finden Sie auf avalonia-reisen.com oder telefonisch. Dann auch können Sie auch noch mal direkt fragen und natürlich buchen unter der 0176 94 88 7303. Bei mir ist Ulrike Granz. Wir sprechen über die Stoffwechselkur Fett weg. Und ein bisschen Fett weg, bei dir war es ein bisschen mehr sogar. Ja. Du hast wie viel Kilo abgenommen? 11 Kilo. 11 Kilo in 21 Tagen oder waren es ein paar mehr? Es waren, weil wenn du dich wohlfühlst, darfst du, ich meine, du brauchst es ja wirklich überhaupt nicht. Du hast einen gesunden Stoffwechsel. Ja, hab ich. Aber Gott sei Dank, ja. Aber ich habe das in 2x21 Kurtagen erreicht, das, die 11 Kilo. Frauen sind etwas langsamer, Männer sind etwas schneller. Wir haben von Grund auf einen höheren Grundumsatz und einen schnelleren Stoffwechsel. Aber in 21 Tagen kann eine Frau zwischen 7 bis 9 Kilo und ein Mann bis zu 12 Kilo verlieren. Wir haben auch ein paar Vorher-Nachher-Fotos, die du mitgebracht hast. Jawohl. Können wir auch mal kurz reinschauen. So sah eine Dame vorher aus. Jawohl. Und nach der Stoffwechselkur sah sie so aus. Genau. Also schon ein sichtbarer Unterschied. Und richtig. Wir haben, glaube ich, noch mal zwei Fotos. Genau. Auch noch mal ein Vergleich. Links sollte jeder sehen. Vorher, rechts, dann nachher. Da ist genau. Auch einiges passiert. Das 25 Kilo. 25 Kilo? 25 auch Kilo. In 2x21 Tagen? Nein, das waren 3 Monate gewesen. Mhm. Also eine junge Frau von 25 Jahren. Wie du sagst, wenn man sich wohlfühlt, kann man das alles sehr viel länger machen. Ja. Vor allem ist das ja etwas, was insgesamt gut tut, denn ja. Du stellst deine Ernährung um. Ja. Und so eine Ernährungsumstellung, mal ganz davon abgesehen, dass es das Fett dann möglicherweise verbrennt, etwas mehr Fett verschwindet.
man hat insgesamt mehr Energie. Ne? Also da passiert schon einiges, wenn man auf seine Ernährung achtet. Genau. Was sind so die hervorstechendsten Eigenschaften? Was passiert, wenn man die Ernährung nach eurem Vorschlag umstellt? Also man entschlackt, man entsäuert, man entgiftet. Mhm. Also die Menschen stellen schon nach ein paar Tagen fest, dass sie sich wacher, klarer, vitaler fühlen, unternehmungslustiger, dass die Wahrnehmung sich verbessert, ja, dass die Lebensfreude zurückkommt. Also dafür ist der Hypothalamus auch zuständig, auch für die Lebensfreude, den Genuss, die Libido, das Temperaturempfinden, auch den Schlaf-Wach-Rhythmus. Also Menschen beobachten auch, dass sie wieder bessere Schlafphasen haben, beobachten, dass sich die Haut deutlich strafft und verbessert, beobachten, ja, dass sie sich leichter bewegen können, Gelenksbeschwerden sich reduzieren können. Ja, dass durch die Bank die junge Dame, sie merken zum Beispiel die 25-Jährige, die wir eben gesehen haben, die kann wieder kochen. Mhm. Dass man wirklich aus einfachen Lebensmitteln genussvolle Gerichte zaubern kann, die absolut gesund sind und wirklich fettfrei bis fettarm sind und zuckerfrei und kohlenhydratfrei. Das ist also dann eine Form von Ernährung, die ein richtiger Energiepush fürs ganze Leben ist. Jetzt gibt es ja einige Menschen, die Ernährung schon etwas anders umgestellt haben und sich vegetarisch oder vegan ernähren. Ist das denn für Menschen, die sich so ernähren, auch etwas? Absolut. Absolut. Die müssen aber noch mal auf andere Dinge achten. Ne? Da funktioniert das nicht ganz so mit euren Umstellungsvorschlägen. Da muss man noch mal ganz gesondert drauf achten. Ne? Also man muss schon drauf achten, aber man zum Beispiel viele Samen sind auch geeignet, wenn man jetzt vegetarisch ist. Soja, Tofu ist sehr geeignet. Mhm. Man sollte halt sowieso 250 bis 300 Gramm Eiweiß am Tag nehmen, weil das ist ja auch es geht ans Adipöse, also ans Festgeldkonto des Fettes, nicht an unser Girokonto, was wir unbedingt auch brauchen für einen gesunden Stoffwechsel, nicht an unser Strukturfett, was uns die Form gibt, sondern wirklich an dieses sogenannte adipöse Fett, hat man ja eben bei den Fotos auch sehr schön gesehen. Diese Figuroptimierung kommt dadurch, dass die Fette abgeschmolzen werden. Mhm. Und das geht für Vegetarier, Veganer genauso gut. Das passen wir natürlich dann an, weil es gibt sehr viele vegane Eiweißquellen, wie wir das auffüllen können. Also da habt ihr quasi die neueren Ernährungsformen habt ihr da mit einbezogen. Also absolut. Das geht absolut. Eben auch, da kann man drauf Rücksicht nehmen. Genau. Jetzt haben wir einmal den Hypothalamus haben wir befeuert am Anfang, mit den Globuli hast du angesprochen. Wir haben die Ernährung umgestellt. Ja. Worauf muss man noch achten? Es gibt noch eine dritte Säule. Die Vitalstoffe. Die Vitalstoffe. Die Vitalstoffe, genau. Die muss man aber, die bringt ihr extra mit auf den Markt? Also das sind Vitalstoffe, die ihr dann verkauft? Ganz genau, ganz genau. Das ist halt auch das, also Beratung, Information, das fließt alles kostenfrei. Und über, sag ich mal, den Vitalstoffvertrieb haben wir dann auch unsere Gewinne. Und also wir arbeiten halt mit einer sehr seriösen Firma zusammen, die Vitalstoffe in höchster Qualität, also schadstofffrei, aus Dreifelderwirtschaft, aus fairem Handel und. Also die wirklich, gäbe es ein Bio-Zertifikat, das verdient hätte. Ja, genau. Und diese Vitalstoffe müssen deswegen sein, weil all das nicht über die normale Ernährung, über die normalen Lebensmittel so zuzuführen ist. Weil du hattest gesprochen von den Zellen, die wirklich richtig gesättigt werden müssen. Ja. Und ist das heute so, dass unsere Lebensmittel gar nicht mehr die Qualität haben, wie, sagen wir, vielleicht noch vor 50 Jahren, dass also viele Spurenelemente, viele Mineralstoffe einfach fehlen und man inzwischen wirklich über diese Zusatzstoffe arbeiten muss? Das ist gar nicht mehr anders geht? Meines Erachtens ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich sehe auch, also die Welt, die WHO empfiehlt 5 bis 7 Portionen Rohkost a 100 Gramm am Tag, das sind 1,2 Kilo. Ich als Selbstständige schaffe das nicht, also im Sommer schon eher, ja, da jetzt gerade so zur Spargel- und Erdbeerzeit, als Rohkost, als Salate, Radieschen und, aber im Winter schaffe ich das nicht. Mhm. Also allein unsere hektische Zeit, wer hat denn noch einen Schrebergarten? Ja.
Ja, vor 40 Jahren hatte bei uns jeder zweite Schrebergarten, hat zumindest über Sommer aus eigenem Anbau vollreif. Da war nur vollreif, ist auch alles in der Frucht drin. Alles, was früher geerntet wird, hat gar nicht die Ausreifung. Und während dem Transport, der Lagerung, dann wird es aus hygienischen Gründen bestrahlt, begast und dann liegt es nochmal im Geschäft. Ja, dann haben wir schon einen Abbau, zum Beispiel aus einer Orange von Spanien nach Deutschland, um über die Hälfte. Also da ist dann wirklich nicht mehr viel drin. Deswegen brauchen wir dann möglicherweise auch individuell natürlich abgestimmte Vitalstoffe. Ganz wird genau. dann für jeden individuell genau. rausgesucht, was er denn noch zusätzlich so braucht. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten miteinander. Jetzt haben wir für Sie erst einmal etwas in der Verlosung. Ja, wie jedes Mal bei Leichter Leben hat die Redaktion wieder etwas Schönes rausgesucht, was Sie gewinnen können. Und zwar dieses wunderbare Schmuckset. Eine Kette und ein Armband. Da hat die Redaktion schon selber gesagt, Mensch, das hätte ich ja gerne selber. Einfach mitmachen. Nee, Mitarbeiter sind ausgeschlossen. Ne? Aber Sie müssten eine Frage beantworten, wenn Sie dieses schöne Schmuckset haben möchten. Nämlich, worüber hat Ulrike Granz heute gesprochen und wird gleich immer noch weiter drüber sprechen? Also Sie haben noch eine Chance, das rauszufinden. Ist es A, Stoffwechsel oder B, Durchblutung? Immerhin hat beides mit dem Körper zu tun. Menschenskinder, es wird ja schon schwerer hier. Stichwort ist Ulrike und dieses Stichwort und die richtige Antwort schreiben Sie auf eine Postkarte und schicken diese bitte an Astro TV Leichter Leben in 10452 Berlin. Einsendeschluss ist der 2.7. und schreiben Sie bitte auf die Postkarte auch Ihre Telefonnummer oder gleich auch Ihre Adresse, damit wir Sie im Gewinnfall erreichen können und Ihnen dieses schöne Schmuckset dann auch zuschicken können. Jetzt ist uns per Skype zugeschaltet Alice Schüler. Hallo liebe Alice. Lieber Jens, ich freue mich sehr, dich heute Nachmittag aus München raus zu begrüßen. Ja. Ja, du bist in München und nicht in Indien, wo du dich ja gerne aufhältst, aber du bist demnächst ja etwas häufiger in Indien, nämlich mit Ayushakti, mit den Ayurveda-Kuren. Genau, ich bereite mich gerade sehr gründlich und gut darauf vor. Bin eben noch im Moment dabei, unsere wunderbaren Zuschauer mit den Möglichkeiten des Dazukommens zu den Ayurveda-Reisen zu informieren und auszustatten. Also die nächste Reise ist ja jetzt praktisch, steht vor der Tür im August, vom 3. bis 17. August. Und die gute Nachricht für heute ist, dass ich noch 5 Plätze habe, die ich jetzt gerne nochmal so nach vorne bringen möchte und anbieten möchte. Es ist wirklich eine wunderbare Kur, um innerlich und äußerlich sich komplett zu erneuern, zu reinigen, zu entgiften. Mit den wirklich gut ausgebildeten Fachärzten vor Ort haben wir auch die Möglichkeit, spezielle, ja, sag ich mal, verrutschte Bilder des Wohlbefindens zu betreuen und wirklich so in die Korrektur zu bekommen, dass dann nachhaltig eine Verbesserung geschieht. Und wir haben heute das etwas ernste Thema MS. Einen Fachvideo dazu gibt es morgen in der Sendung. Und ich freue mich auf die folgenden, ja, Gesprächseinheiten, die wir miteinander haben. Was möchtest du denn noch wissen, lieber Jens? Ja, vor allem hast du mir auch schon erzählt, dass im August die Reisezeit ganz besonders gut ist für Indien. Warum ist der August so besonders gut? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Die Ayurveden tatsächlich sagen selbst, es ist die Zeit, wo die Reinigungskur am besten greift, weil die Natur auch über den Monsunregen gereinigt wird. Und einmal täglich geht wirklich ein herrlicher Regen hernieder. Der dauert meistens nur eine Stunde und erfrischt die Natur und hilft, diese Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten und so einfach wunderbar innerlich und äußerlich gereinigt zu noch mehr innerer Kraft und Vitalität zu finden. Es ist wirklich ganz toll und das Klima ist dadurch sehr angenehm, weil es nicht dauernd heiß ist. Also der August wirklich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um eine Ayurveda-Kur in Indien zu machen. 5 Plätze, sagt Alice, sind noch frei jetzt im August. Unter der 0174 337 5727 dann auch zu buchen. Erreicht man dich direkt unter der Nummer, ne? Mich erreicht man direkt, sodass ich den lieben Interessenten und wirklich sehr interessierten Menschen, die das auch wirklich brauchen und brauchen sollten, wenn sie bestimmte Bilder im Wohlbefinden haben, die so ein bisschen verrutscht sind. Ich möchte dann eben auch persönlich Frage und Antwort stehen und schon eingehen können auf die individuelle Befindlichkeit. Deswegen haben wir gesagt, kein Callcenter, sondern ich direkt am Telefon.
Ich bin ja selber auch Diplom-Ayurveda-Therapeutin, Psychotherapeutin und Yogalehrerin. Begleite auch in den Funktionen, wie aufeinander jetzt abgestimmt, die Reise, sodass ich vor Ort mit den Menschen auch wirklich sprechen kann, wenn auch eine Entgiftung in der Psyche stattfindet, was durchaus geschehen kann, weil die Entgiftungsthemen, die gehen sehr, sehr tief. Und die ayurvedischen Fachärzte arbeiten ja nach dem Motto, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund? Und da wird eben erstmal die Verstoffwechslung und die Fabrik der Entsorgung und Umwechslung von Nahrung psychisch und körperlich untersucht über die Pulsdiagnose. Und die ist sehr, sehr genau. Wir können da sehr genau feststellen, wo die Lücken sind und wo wir auf der ganzheitlichen Ebene unterstützen müssen, um zum gewünschten Endresultat zu kommen. Und das Tolle ist, Jens, man nimmt in jeder Kur automatisch wirklich 6 bis 8 Kilo ab, wer das möchte. Kein Problem, ohne Überanstrengung. Man merkt es kaum vom Mentalen her, denn die Menschen werden dort auf Diät gesetzt. Das heißt, sie bekommen ihre höchst förderliche Ernährung eingestellt von den Ärzten dort. Und die hat zur Folge, dass eben auch das ganze falsche Gewicht wirklich verschwindet. Das ist klasse. Also mit Alice wirklich einen kompetenten Gesprächspartner dann am Telefon, wenn Sie eine Reise buchen, liebe Zuschauer. 5 Plätze sind noch frei für die Augustreise. Wir sprechen morgen, liebe Alice, etwas intensiver über MS, Multiple Sklerose. Gib uns bitte so einen kleinen Ausblick auf morgen, was uns da erwartet. Also wir haben eben in der Kooperation mit den Ayushakti-Fachärzten auch in Deutschland eine komplette Riege von Fachärzten, in dem Fall der Chefarzt Dr. Garner aus dem Rottal-Stift KWA in Bad Griesbach in Niederbayern. Und er ist wirklich ein sehr, sehr guter Neurologe und hat eben zu den Krankheitsthemen Parkinson und Multiple Sklerose Ayushakti in die Klinik mit implementiert, um das bestmöglichste Resultat zu bekommen für die Menschen, die chronisch in dieser Krankheitsfalle stecken, möglicherweise schon jahrelang, und hat wirklich über die Erfahrung gesehen, dass die ayurvedische Vorgehensweise langanhaltend sehr viel bessere Resultate liefert als die Allopathie. Also das ist jetzt einfach die Wahrheit und kann man direkt auch so sagen. In unmittelbaren Notfällen ist es erstmal wichtig, den Menschen gut zu versorgen mit den Möglichkeiten, die die Allopathie herstellt, in Ordnung. Aber langfristig gesehen müssen wir, um den Rest des Befindlichkeitsempfindens nicht zu schädigen, auf die sanften Methoden übergehen. Und Dr. Garner selber ist wirklich hervorragend 100% begeistert, dass die ayurvedische Kurvorgehensweise sehr, sehr gut funktioniert. Und wie das im Einzelnen ausschaut, das wird er uns morgen erklären in dem Video, den wir eben zusammen abgedreht haben vor 2 Monaten hier in München. Also morgen bist du bei uns wieder in der Sendung und dann werden wir auch das Video, das Interview zeigen. Genau, du bist per Skype, glaube ich, morgen auch wieder da, ne? Nein, nur das Video morgen. Menschenskinder Alice, ich hätte dich morgen so gerne gesehen eigentlich. Die Regie sagt mir gerade, nur das Video. Naja, bitte. Aber das darf auch sein. Liebe Alice, dann dir heute einen schönen Tag und gerne natürlich auch noch die 5 Plätze voll gemacht für die Reise im August. Genau. Und wie gesagt, es gibt noch einen weiteren Termin im Herbst. Das sehen Sie auf der Tafel, liebe Zuschauer, die nachher nochmal eingeblendet wird. Und einen wunderbaren Dezembertermin. Rufen Sie mich wirklich gerne an. Ich bin die nächsten 2 Stunden persönlich für Sie am Telefon und morgen und übermorgen natürlich auch. Aber jetzt gleich, wenn es brennt und Sie wirklich was wissen wollen, ich bin wirklich für Sie jetzt erreichbar und freue mich über alle, die wirklich Lust haben, auch mit mir Yoga und Meditation jeden Tag zu machen auf Deutsch. Ich übersetze die ärztlichen Diagnosen. Die sind manchmal etwas sehr vielschichtig, sodass die deutsche Übersetzung wirklich ein gutes Beiwerk darstellt. Wir machen Ausflüge in Goa, wir fahren ans Meer. Aber die Hauptsache ist, dass Sie, liebe Zuschauer, gesund und vital heimkommen. Und damit verabschiede ich mich von allen lieben Prima. Kollegen in Berlin. Bis nächste Woche am 26. wieder live bei euch in Leichter Leben. Ganz vielen Dank, Alice. Tschüss. Ciao, ciao. So, liebe Zuschauer, und jetzt haben wir für Sie das schon angekündigte Super-Special mit Thilo Axel, mit unserem Ex-Geburtstagskind, will ich sagen. Wir gucken in den Zukunftsblick. Ja,
gestern hattest du Geburtstag, heute ist schon wieder alles vorbei, aber du steckst mittendrin im neuen Lebensjahr. Ja, mittendrin sozusagen. Mittendrin, genau. Wir sprechen direkt zusammen nach. Das Super Special. Das klingt so ganz bescheiden angekündigt heute. Ja, finde ich auch. Aber du hast nicht Unrecht. Ist tatsächlich eine besondere Ausgabe. Ja, mit einer besonderen Frau auf dem Cover. Genau. Nämlich Ella Endlich. So ist es. Und toll, sieht's aus. Heute Geburtstag. Ja. Sie hat heute Geburtstag, und genau. Deswegen passt es natürlich, das war ja auch so der Hintergrund, irgendwie ist ein großes Interview mit dir drin. Und von dir geführt? Ja, ich hatte die Ehre, hatte die Freude, sie dadurch ein bisschen näher kennenzulernen. Und es ist sehr spannend. Also es ist eine, ja, wie soll man das ausdrücken? Etwas Besonderes, ein besonderer Mensch. Hat ja Dagmar Frederik in der Show auch selber gesagt. Ne? Ihr hättet doch auch gemeinsam Geburtstag feiern können. Aus deinem raus und in ihren rein. Mein Schlüpftag ist ein anderer, deswegen. Ja, sie stand gestern vor der Kamera, deswegen konnte sie nicht. Ach, guck mal, siehst du, sonst wäre es ein netter gemeinsamer. Sonst aber so genau. Hast du ein nettes gemeinsames Interview geführt. Wir können hier hinten mal anfangen. Ich habe dir das also ganz zufällig das da schon einen ganz Marker, lieb von dir, Marker reingelegt. Seite 154. Genau. Wenn Sie zu Hause mal reinblättern mögen, falls Sie den Zukunftsblick noch nicht haben, so, Sie dringend dran. Und das ist ja auch eine Ankündigung, es wird ja auch eine Show mit ihr geben. Die Frage ist noch ein bisschen geheim, wann wir das machen. Okay. Es wird ein besonderer Abend sein, denn sie will alles live machen. Das ist wirklich eine Herausforderung, aber das ist eben Ella. Ne? Das, sie kommt nicht einfach und sagt, ja, ich singe eben meine Lieder hier, sondern sie will das live machen mit Musikern und so und arbeitet an neuen Songs und da schicken wir ganz viel Kraft und Inspiration, damit sie damit schnell fertig wird, damit wir hier schnell eine ganz tolle Show mit ihr zaubern können. Also du bist auch bei dem Interview mit Ella Endlich bist du auch richtig steil gegangen. Also du hast das Interview direkt mal eingeführt und mit dem Vergleich, dass sie dich so ein bisschen an Dustin Hoffmann erinnert. Und, ja, und da hat sie etwas überrascht angeschaut. Genau, da wusste sie auch nicht, wie sie das einordnen soll. Lachen. Also ist das jetzt ein Kompliment oder ist es eine Frechheit? Aber das können wir ja gleich mal klären. Ella Endlich ist in der Leitung. Wir haben sie am Telefon. Ja, liebe Ella, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hallo zusammen, danke für den Anruf, ich freue mich. Hey, ja, liebe Ella, wir freuen uns, dass du Zeit an deinem Geburtstag hast, kurz bei uns zu sein. Liebe Ella, neben deinem Geburtstag gab es noch ein schönes Interview zuvor von Thilo Axel für den Zukunftsblick. Und da hat er dich mit Dustin Hoffmann so ein bisschen verglichen oder hat gesagt, du erinnerst ihn an Dustin Hoffmann. Was war das für dich, für eine Situation, wie hast du darauf reagiert? Ach, ich fand das eigentlich ein sehr, sehr schönes Gespräch und der Thilo lässt sich da immer ganz lustige Sachen einfallen, da fiel unter anderem auch Udo Jürgens, was ich dann auch ganz spannend fand, weil Udo Jürgens natürlich eine Marke ist und wenn was etwas ganz, ganz Besonderes geschaffen hat und da hat er mir unterschwellig, glaube ich, schon ein kleines Kompliment gemacht, das hat gut getan. Doch, also das... Dann nicht nur unterschwellig, nicht nur. Also ich glaube, meine Komplimente sind nicht zu überhören. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Ella. Ja. Danke, hi. Ein ganz tolles und kreatives neues Lebensjahr wünsche ich dir. Und das wünschen wir dir alle. Und wir freuen uns sehr, wenn wir hier die Show mit dir zusammen erleben können. Aber du weißt ja, was ich zu Dustin Hoffmann gesagt habe, warum ich dich mit ihm verglichen habe. Ja. Das hat ja einen Grund, weil Dustin Hoffmann ist in Amerika ein Kulturgut. Und das, was Ella macht, ist eben für mich auch aus dieser Sicht ein Kulturgut. Das ist etwas Besonderes. Deswegen der Vergleich lieber jetzt. Also der war schon wirklich sehr, 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 sehr liebevoll gemeint. Das kann man nicht anders sagen. Liebe Ella, an deinem Geburtstag, was liegt denn heute an? Hast du heute mal arbeitsfrei oder stürzt du dich wieder rein? Ich werde heute nicht ins Studio fahren. Ich habe gestern Abend so leicht reingefeiert. Das war doch ein Champagnerglas zu viel. Ich halte mich jetzt erstmal zurück über den Tag und am Abend gehen wir ganz in Ruhe was essen mit der Familie. Das ist doch wunderbar. Ein bisschen Privatleben darf ja sein am Geburtstag. Wenn nicht am Geburtstag, wann dann? Liebe Ella, dann viel Spaß bei den Feierlichkeiten. Viel Freude heute noch und ein entspanntes, ganz tolles, kreatives und erfolgreiches neues Lebensjahr. Vielen Dank. Schön. Ich freue mich. Mach's alles gut. Liebe und viel Spaß beim Lesen vom Zukunftsblick. Du bist auf dem Cover. Ja. Yeah. Ja, alle kennen jetzt deine Schuhe. Super. Ich danke euch. Liebe Ella, einen schönen Tag noch. Mach's gut. Ciao. Bis ganz bald. Ciao.
Ja, begrüßen wir Ella natürlich auch gerne dann persönlich. Ihr Hunde. Hier, ne? Ja, haben wir dich noch mal eiskalt erwischt. Ja, gut. Also wir haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen im Zukunftsblick. Das muss man fairerweise sagen. Die Redaktion hat sich da wieder ganz toll ins Zeug gelegt. Das Besondere an dieser Ausgabe, neben dem tollen Cover und der Geschichte von Ella, sind natürlich die Sterne für den Sommer. Das ist ja ganz wichtig. Wir gehen jetzt in die Urlaubsphase. Ja. Ne? Da will natürlich jeder von uns wissen, was erwartet uns. Werde ich mich neu verlieben, ob in einer bestehenden Beziehung oder in einer neuen Beziehung? Und wir haben ja unsere Chefastrologin Andrea Buchholz, die hat also wieder ganz genau in die Sterne geguckt und gesagt, also jetzt im Juli erwartet uns eine Konstellation, die ist also durch nichts zu toppen. Na, lassen wir uns überraschen. In Sachen Liebesdingen. In Sachen Liebesdingen. Also das ist irgendwie, da muss alles so aufeinandertreffen, dass wir es also alle gar nicht aushalten vor Freude. Aber ist doch schön. Ja, das haben wir ja dann auch mal wirklich verdient. Ja, so, das heißt, es wird nochmal so ein Wahnsinns. Michael Alger sprach ja den 66er-Jahrgang an. Das war ja nicht nur ein besonderer Jahrgang, sondern auch... Ja, da sind wir ja nicht dabei. Ne? Also habe ich ja Pech gehabt. Ja. Ja. Naja, ich schon. Ja. Du, schau her. So kriegt man raus, wie jung Jens ist. Ja, das also war... Soll ich den Button an dich weitergeben? War ja auch sehr geburtenstark und möglicherweise wird der Juli 2015, wenn du sagst, ist in Liebesdingen ganz weit vorne, dann endlich auch ein Vater. Das wäre doch mal ganz schön. Das wäre natürlich auch der Knaller. Ja. Nein, also es geht, wie ist der Zukunftsblick generell aufgebaut? Klar, in diesem Monatsheft, Juli-Heft, geht es um die Horoskope des Sommers. Das ist etwas, was unsere Leser natürlich besonders interessiert, was auch wichtig ist. Aber wir haben natürlich auch ganz andere Inhalte hier wieder verpackt, so wie sich das gehört. Das geht schon los, dass unser Chefredakteur an den Dalai Lama sich richtet. Ach. Das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Er hat die Einleitung. Auf welcher Seite findest du das? Auf Seite 9 findest du das. Auf Seite 9. Guck mal, ich kann es dir hier so zeigen. Ja, ich guck mal, dann gucke ich auch mal. Damit geht's los. Der Dalai Lama wird nämlich 80. Im Juli. Und das ist ganz fantastisch geschrieben. Es ist sehr kurz, sehr knackig, aber eine ganze Menge gebündelte Informationen über den Dalai Lama. Also, dass man auch so ein bisschen so ein Hintergrundwissen bekommt, das ist ja das Schöne, dass ja dieses doch sehr kompakte Wissen, was hier verpackt ist, so aufgedröselt wird, dass man das eben doch sehr leicht aufnehmen kann und verstehen kann. Worum geht es denn eigentlich? Und genauso ist es mit den anderen Artikeln, die im Zukunftsblick eben drin sind, von allen Spezialisten wieder, die auch in den anderen Ausgaben drin sind, sind Artikel drin. Andrea Buchholz haben wir beispielsweise auch wieder mit einem Schlag aus ihrem Leben, nicht? Also wie sie in Israel angekommen ist und so, das ist immer sehr erheiternd. Aber es gehen eben die bestimmten Thematiken auch wirklich in die Tiefe. Und das macht eben diese klare neue Aufmachung des Zukunftsblicks. Du hast es sofort im Blick. Es geht um die Sterne, es geht um Ella, Monatsbotschaft, Gotik, Astro, Tarot ist natürlich auch eine ganz spannende Sache. Und für mehr Tiefe sollte man dann selber in den Zukunftsblick schauen? Man kann ihn kaufen, man kann ihn abonnieren. Sollte man tun. Das ist möglich. Wir sind schon durch. Ne? Ja, ganz lieben Dank für deinen Blick Minuten in den Zukunftsblick. Ja, und wir haben ja nur auch unser Geburtstagskind Ella endlich dann eine Leitung gehabt. Extra für dich. Wunderbar, freue ich mich sehr. Du magst sie sehr, wir sie auch und freuen uns dann auf die... freuen uns auf die Sondersendung, wann immer sie dann hier stattfinden wird. Ja, also bald, bin ich schon auch sehr gespannt drauf. Komme ich auch gerne vorbei. Ich danke euch. Und nehmen Sie mal in den Arm. Ja. Und noch eine wunderbare Frau, die etwas anzubieten hat, und zwar einen 10% Rabatt auf Bestellungen bei ihr. Wenn Sie intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta bestellen, dann bekommen Sie, wenn Sie leichter Leben nennen, 10% Rabatt auf gabriele-iasetta.com. Telefonisch geht das Ganze natürlich auch unter der 0800 07 114. Stellen Sie den intelligenten Schmuck bei Gabriele Iasetta. Wie gesagt, wenn Sie leichter Leben nennen bei der Bestellung, bekommen Sie 10% Rabatt. Wunderbar. Jetzt haben wir per Skype zugeschaltet Rose Sommerer bei uns. Hallo Rose. Hallo. Ein wunderbar blumiger Name und blumig, will ich nicht sagen, sind auch deine Worte, aber es geht um den eigenen Stil der Tierkreiszeichen. Haben wir heute etwa den Zwilling im Visier? Nein, allgemein, denn jedes Tierkreiszeichen hat eben seinen eigenen Stil. Und zwar sehr individuell in Abhängigkeit des Geburtstages, des Ortes und der Stunde. Und jeder Mensch, der also erfolgreich und mit weniger Reibungsverlust
sein Leben meistern will, für den ist es fast unerlässlich, dass er sich sein individuelles Horoskop erstellen lässt. Was du natürlich machst, jetzt gibt es so ein paar unterschiedliche Herangehensweisen bei den Astrologen, habe ich hier schon die unterschiedlichsten Methoden kennengelernt. Ja. Wie arbeitest du? Was ist für dich so das Hauptmerkmal bei der Astrologie? Also das Hauptmerkmal bei mir ist, ich mache die psychologische Astrologie, indem ich ganz klar die Stärken, aber natürlich auch die Schwachpunkte des Menschen aus dem Horoskop herausarbeite. Es ist ja im Horoskop, die 12 Häuser sind ja die unterschiedlichen Lebensbühnen, die Lebensbereiche. Und je nachdem, welche Färbung des Zeichens, also des Sternzeichen, Zwilling, Stier, Skorpion, das ist praktisch das Kostüm des Schauspielers auf der astrologischen Bühne. Und die Planeten, Sonne, Mond, Jupiter, Merkur, wie sie alle heißen, sind die Akteure, die Schauspieler. Und man kann sich leicht vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Nehmen wir zum Beispiel den Merkur. Der Merkur, das ist der Planet für die Kommunikation, auch für die geistige Verarbeitung. Und da macht es einen Unterschied, ob der im quirligen Zwilling steht oder ob der im ernsten Steinbock steht. Jetzt hast du nicht nur Menschen im Visier, das Interessante ist, du erstellst auch persönliche Horoskope für Tiere. Richtig, weil mein zweites großes Steckenpferd seit über 30 Jahren ist der Hund. So, und da wird mit Sicherheit, ich meine, der Hund ist, glaube ich, so das beliebteste Haustier der Deutschen. Da wirst du den leider die Katze. Die Katze ist noch beliebter. Leider, sagt die Hundeliebhaberin. Ja. Mensch, Rose. Aber für Hunde hast du wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Horoskope erstellt. Ja, natürlich. Das ist schon was Besitzer gerne möchten. Hilft es den Besitzern denn im Umgang mit dem Hund, wenn sie den Charakter besser kennen aufgrund des Horoskops? Auf jeden Fall. Und zwar sollte man schon möglichst, bevor man das Tier beim Züchter auswählt und sich seinen Hund holt, denn bei so einem Wurf, da vergehen auch, bis die alle Neune oder so da sind, ja, meistens sind ja die Würfe je nach Hunderasse zwischen 4 und 10 Stück und da liegen oft Stunden dazwischen. Mhm. Und das heißt, das kommen da natürlich auch unterschiedliche Charaktere raus. Da ist natürlich wichtig, dann auch mal bei so einem Wurf die Uhrzeit dann auch zu notieren. Kann man sich macht der verantwortungsbewusste Züchter. Das wird immer aufgeschrieben. Also die Uhrzeit und auch die Merkmale, weiße Pfoten, weißer Fleck an der Brust oder all so das. Ne? Da sage ich, liebe Rose, ganz herzlichen Dank. Wer dich erreichen möchte, wann erreicht man dich? Man erreicht mich täglich von 10 bis 23 Uhr natürlich mit Pausen. Ich biete auch feste Termine an. Und vielleicht noch ganz interessant, wer jetzt bis Ende Juni ein Horoskop für sein Haustier bestellt, eine schriftliche Ausarbeitung, bekommt jetzt zurzeit noch 15% Rabatt. Wunderbar. Rose, dann ratzfatz ja? Dich angerufen und das schon mal geklärt. Gute Zeit. Tschüss. Dankeschön. Bis bald, Rose. Jo, tschüss. Ja. Ulrike Granz ist bei mir. Wir sprechen über Stoffwechselkuren. Fett weg soll es geben, ohne Ende. Du hast selber einige Kilo abgenommen über die Stoffwechselkur. Wir haben schon über die Ernährung gesprochen. Wir haben schon über die Globulis gesprochen, die man bekommt, um den Hypothalamus ordentlich anzufeuern. Und jetzt zuletzt über die Vitalstoffe. Da nochmal ganz kurz eingehakt. Ja. Wird individuell wirklich eingegangen auf jeden Klienten, der zu dir kommt, weil jeder braucht wahrscheinlich dann irgendwas anderes. Kommt auch auf die Ernährung nochmal drauf an. Zu mir und meinem Team kommt, also wir stellen natürlich Standardfragen, um abzuklären, gibt es Schilddrüsen, gibt es einen Diabetes, ja, da muss man ein bisschen anders mit umgehen. Dennoch gibt es auch eine Standardverordnung, wo man sagen, was ein Mensch generell braucht. Wir haben ja eben über Lebensmittel gesprochen und finde auch ganz toll, was die Alice Schüler da macht. Also der Tod liegt im Darm. Manche müssen vorneweg eine Darmreinigung machen. Haben wir auch ein 28-Tage-Programm, bevor man überhaupt mit der Stoffwechselkur beginnt. Generell zum Zellschutz, zur Zellernährung braucht man einen guten Multivitaminkomplex mit Kalzium und Mineralien im Allgemeinen und Spurenelemente. Das macht die Zelle satt.
Und dann arbeiten wir also mit einem Zellschutz, dem OPC, Traubenkernextrakt mit Pinienextrakt, um die Zelle zu schützen. Also es macht Vitamin C auch, es ist ein Antioxidant auch. Und zum Entgiften, Entschlacken, Entsäuern haben wir organischen Schwefel, das sogenannte MSM. Und jetzt, das ist so ein Standardprogramm, was eigentlich zu fast jedem passt. Jetzt hast du das so nebenbei so ein paar Mal schon erwähnt, die Zelle satt machen. Ja. Das hört sich jetzt immer so, ja, die Zelle satt machen. Das ist schon das Elementare eigentlich. Ne? Das ist super wichtig, weil das ist genau der Punkt. Wenn die Zelle wirklich gesättigt ist mit allem, was die Zelle braucht, dann fängt die Fettverbrennung an. Ja, also vor allen Dingen, es fängt eine neue Kommunikation zwischen unseren 70 Billionen Zellen und den vielleicht 30.000 Billionen Zellen vom, oder 30.000 Zellen von unserem Hypothalamus, der ja der Chef vom Gesamtstoffwechsel. Da reden wir nicht nur vom Fettstoffwechsel, aber eben mit dieser Kur kommt man an das eingelagerte Fett. Viele andere Kuren, die gehen an Muskulatur, die gehen an unser Girokonto, also an unsere also sozusagen dieses Substanzfett, was wir wirklich brauchen. Und wir gehen an dieses Eingelagerte, an das Festgeldkonto wird geöffnet, ja, und rausgeschleust. Ja. Das ist das Sensationelle. Deswegen optimiert sich ja auch die Figuren. Wir haben das also nicht nur deutschlandweit, sondern mittlerweile Europa, fast weltweit. Ich selber habe auch Stoffwechselkurende in USA. Ja, also das, wie man sich dann so kennenlernt, das ist auch ganz, ganz spannend. Und natürlich biete ich für die Interessierten diese Kur an, aber wir haben auch, das ist auch wirklich, wir bilden uns regelmäßig fort, wir haben Schulungstools, wir haben regelmäßig Calls, die wir anbieten, um unser Wissen zu erweitern und uns auszutauschen, also diese Teamarbeit. Und natürlich suche ich auch immer gerne Kompetenzpartner. Wir haben Studiokonzepte für Fitnessstudio. Natürlich, für die Kur ist Bewegung kein Muss. Wir haben auch Rollstuhlfahrer, mit denen wir die Kur gemacht haben und dadurch sehr gute Abnehmergebnisse, aber auch andere Wohlfühlergebnisse erzielt haben. Und, aber je schlanker man wird ja auch beweglicher, umso mehr Lust bekommt man. Deswegen bieten sich Studiokonzepte, aber auch mal verschönert sich die Haut, Kosmetikakonzepte und, und. Also suchen wir auch immer gerne Kompetenzpartner. Also darf man sich auch gern bei mir melden. Sollte, wenn man sich bei dir melden möchte, um diese Kur anzufangen, wie funktioniert das? Also muss man zu dir auch kommen oder geht das auch telefonisch, weil nicht jeder wohnt in der Pfalz? Genau, aber ich betreue in den USA, ich betreue in, da hat man auch Skype, ja, das nutzt ihr hier ja auch ganz kräftig. Genau. Wir treffen uns, also das habe ich als festes Angebot, auch kostenfrei, auch zur Vorinformation, einmal im Monat bei mir in der Praxis. Das ist eine Option, ein Angebot, eine Möglichkeit, aber kein Muss. Ich habe Leute in Österreich, also dank der modernen Technik und Medien, via E-Mail, via Telefon, via Skype, kann ich beraten und betreuen. Also das geht alles schon, aber man sollte zumindest einmal bei dir vorstellig geworden sein in der Praxis oder geht es von Anfang an auch über Skype? Geht von Anfang an auch. Also es ist ja für manche, es ist schön. Ich freue mich natürlich auch immer, Menschen persönlich zu sehen und kennenzulernen, aber es ist kein Muss. Also deine Praxis in der Pfalz. Und die genaue Adresse. Und der Rest der Welt. Genau. Der Telefon und Skype. Die Adresse finden wir natürlich dann auch im Internet. Ja. Wir geben deine Kontaktdaten dann natürlich auch auf unsere Facebook-Seite von Leichter Leben dann nochmal durch, damit auch jeder ganz genau weiß, wie und wo er dich erreicht. Fantastisch. Ganz lieben Dank, Ulrike. Ich danke dir, Jens. Ja, da bin ich mal gespannt, wie viele Menschen jetzt auf den Dreh kommen und sagen: Fett weg, weil der Sommer kommt. Gibt es eigentlich eine besonders gute Jahreszeit, wo man sowas anfangen sollte? Oder ist das eigentlich wurscht? Man kann es, es ist ganzjährig, aber natürlich bietet sich das Frühjahr bis zum Herbst im Prinzip an, weil dann sowieso rein von der Natur, wir haben ja noch einen Steinzeitkörper, auch wenn wir ein moderner Mensch sind, ist der Stoffwechsel, sage ich mal, von Februar bis Oktober am aktivsten. Aber natürlich, wer sagt, ich will meine Funde loswerden und wir haben wirklich Stargewichte in einem Jahr 110 Kilo. Also loslegen. Loslegen. Sofort. Dann legen wir jetzt los mit ein paar Beratern unseres Partners Questico im Bewegtbild. Ich bin Gabriele Quost und seit 7 Jahren hauptberuflich in der Lebensberatung tätig.
Ich biete Ihnen in meiner Beratung eine Kombination aus Astrologie, Hellsehen und Kartenlegen an. Ich berate Sie zu Fragen der Familie, der Liebe, den Finanzen und dem Wohlbefinden. Auch Fragen zur Lebensaufgabe bzw. Berufung sowie zum Karma beantworte ich Ihnen. Gerne erstelle ich auch Kinderhoroskope und deute Ihre Träume. Gabriele Quost, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, mein Name ist Rose Sommerer. Ich bin Astrologin, berate und erstelle Persönlichkeitsprofile, auch für Haustiere. Ich gehe auf alle für Sie wichtigen Themen ein, gebe Ihnen gerne von meiner Lebenserfahrung und Stärke ab und höre Ihnen zu. Mein Lebensmotto für trübe, graue Tage: Krisen sind Chancen im Arbeitsanzug. Und ich helfe Ihnen gerne dabei, diesen wieder abzulegen. Ja, schon sind wir wieder durch. Interessante Themen gehabt heute mit der Stoffwechselkur Ulrike Granz und Thilo Axel. Wunderbar. Mit dem wunderbaren Zukunftsblick und einer Überraschungsschalte. Und den Spruch des Tages haben wir noch: Man muss die Zukunft im Sinn haben und die Vergangenheit in den Akten. Legen wir das die Vergangenheit Aussage, zu den Akten, so ist richtig, kümmern uns um die Zukunft auch morgen um 14 Uhr, wenn Sie mögen, leichter Leben, Zeit für mich, bunten Tag heute noch, tschüss. Erleben Sie die wohltuende Wärme Goas in Indien. Erholen Sie sich, reinigen und entgiften Sie Ihren Körper in unserem Ayushakti-Zentrum Goa. Erfahren Sie authentisches Ayurveda durch Ayushakti. Für weitere Informationen, Buchungen oder Reservierungen rufen Sie am besten jetzt an unter 0174 337 5727 oder mailen Sie uns unter der E-Mail-Adresse alice.relaxnow@googlemail.com.